Machen wir weiter. Ich glaube, er will so unbedingt, dass der Aufstand Erfolg hat, dass er blind ist, was den Preis betrifft. Die Dörfler sind für ihn tatsächlich Märtyrer. Er sieht gar nicht, dass sie keine andere Wahl hatten. Und die Taktik war erfolgreich. Er wird sie wieder anwenden, wenn die Römer den nächsten General schicken. Ich töte dich! Ich kann ihn treffen! Hey! Es gibt Ärger! Wow! Du Stark, der Bastard! Mhm. Ich muss hier verschwinden! Hat dich! Oh, zu stark! Hau weg hier! Zu stark! Weiter geht's! Erzähl mir vom Leben in Rom. Eine fabelhafte Stadt. Voller Intrigen, Täuschung und Korruption. Perfekt für die Verborgenen. Ich dachte, du würdest über den Wein reden. Der Wein ist auch sehr gut. Besuch mich irgendwann. Dann probieren wir ihn. Ah, das wäre schön. Da vorne ist es. Seine Rebellen werden ihn beschützen. Ah, für sie ist er ein Gott. Hier können wir ihn nicht zur Rede stellen. Nun, da Rufio gefallen ist, fällt auch Rom. Na komm. Oh, heil den Verborgenen, die uns vom römischen Joch befreit haben. Ertrinkt im Fluss des Schakals, fest im Griff der Göttin des Gemetzels. Der Granatistei hat zu meinen Gunsten entschieden. 5 Spähposten. Die Nachschublinien in den 5 Spähposten in den Bergen. Oh, Mist, Mist! Oh, erinnerst du dich an meine Frage? Mit dem Lederknopf und den Federn? Ich werde immer die Legenden erzählen. Die Nachschublinien in den 5 Spähposten in den Bergen müssen gesichert werden. Die Römer werden letztes Jahr immer aggressiver. Du siehst doch sehr jung aus. Kommst her, spielst Soldat, willst ein bisschen Spaß? Es gibt nichts zu lachen. Natürlich. Es ist alles sehr ernst. Warum bist du dann hier? Mein Vater wurde von den Römern getötet. Der wird nie fallen. Er ist mehr wie eine Festung, so robust wie ein Berg. Von allen guten Geistern verlassen. No. Wir haben alles voll. Okay. Dann gehe ich wieder zurück. Den Finger habe ich im Delta verloren. Die Deserteure, die wir gejagt haben, lauerten uns. Neb, wo ist dein Anführer? Gamilat ist bei der Oase auf der Jagd. So, Kohlenstoffkristall haben wir. So, finde ihn im Steinbruch und rede mit ihm. Da Rufio gefallen ist, fällt auch Rom. Ich rede mit Gamilat. Du bleibst hier. Halte uns die Rebellen vom Leib. Kämpfe gut. So, jetzt sind wir jetzt einen Schnappen hier.
Gamilat. Die große Hoffnung. Bayek, worum geht es hier? Du hast Massaker provoziert. Viele unschuldige Dörfler starben. Ich habe die Grausamkeit der Römer bloßgestellt. Diese Märtyrer haben unzählige inspiriert, den Kampf fortzusetzen. Märtyrer? Was ist schon das Leben einiger im Licht der Freiheit für alle? Das Leben einiger? Sie hatten aber niemals eine Wahl! Bayek, sei nicht albern. Wir kämpfen auf derselben Seite. Nein. Hier kämpfen wir nur. So sei es. Du bist der ultimative Märtyrer. Oh. Okay. Was zur Heck macht er denn da, Alter? Alter! Sage mal! Es gibt Freiheit. Es gibt das Leben Unschuldiger. Beides muss in der Waage sein. Jetzt ist es mein Herz, das auf Anubis Waage liegen wird. Dein Herz schlägt zu stark für die Sache. Die Unschuldigen müssen immer beschützt werden. Mein Eifer hat mich wie die Sonne geblendet.
hast recht gehandelt. Ich akzeptiere diesen Tod. Von heute an wird kein Verborgener mehr unschuldigen Leid zufügen. So soll es geschrieben stehen. Mögest du Frieden finden in der Duat. Und mögen die Verborgenen übertrauern bis zum Ende der Zeit. Gamilad ist nun tot. Doch seine Geschichte lebt in den Kriegern des Sinai. Er konnte Millionen Tyrannen töten mit einem Hauch. Der göttliche Pfeil, der große Gamilad, lebt nicht mehr. Sollen wir sie träumen lassen? Sollen sie ihre Helden behalten? Jetzt sind die Verborgenen vergessen. Das ist zu unserem Vorteil. Gamilads Tod dient einem guten Zweck. Keine sinnlosen Märtyrer mehr. Hey. Taten wir recht. Unsere Lehren müssen jenen vermittelt werden, die unseren Eid schwören. Denn sie wollen nach einem Credo leben. Die Verborgenen ziehen weiter nach Petra und nach Judäa. Und auf ewig. Das Credo muss alle überleben. Niemand darf größer sein als die Gruppe. Wenn ich nach Rom komme, werde ich nicht von Helden reden. Ich rede von Disziplin und Beharrlichkeit. Amunet ist Mentorin dieser Bruderschaft. Unser Wille wird nie ruhen. Und unsere Klingen werden nie müde. Wir haben recht getan. Stufe 55 und
Des Re, leichten Bogen haben wir noch bekommen. Jodile. Also, wir haben ja hier alles geschafft und damit ist der Hidden Ones, die Verborgenen, erledigt. Sprich, wir haben hier nichts mehr zu tun, ne? Nö, haben wir nicht. So. Heißt mit anderen Worten. Erstmal kurz um die Ausrüstung. Okay. Haben wir keinen von, ne? Ne, haben wir nicht. Und dann haben wir noch irgendwo ein Schild wieder bekommen. Da ist es, Metallschild natürlich. Fähigkeiten. Haben wir mittlerweile 3. So, was können wir denn hier noch machen? Jagdinstinkt. Wir können jetzt auch die Bewegung sehen, ne? Kriegsbogen. Verbesserter Raubtierbogen. Adlerangriff. Pfeilhagel. So, was haben wir hier? Meister Luftanhalten. Gunst von Siris. Streitwagenbesitzer. Hm. Ganz ehrlich, da habe ich irgendwie Bock drauf. Ich nehme den Streitwagen. So, dann. Gehen wir bei den Zielen. Das haben wir alles gemacht. Lilith, ne? Die sind alle weg. Ach, ihr Götter. Shakilat. Bayek, ich übe meine Todessprünge. Ich bin grün und blau, aber sie sind meine größte Freude. Mhm. War nicht hier einer von den beiden auch noch hier zum Palavander? Wo sind wir eigentlich gerade? Guck mal, hier in den Bergen sind wir. Was ich jetzt gerade überlege, ne? Ich glaube, ich muss hier hin. In den Steinbruch von Glüsner. Um wieder zurückzukommen. Denn wir wollen ja zurück, ne? Weil jetzt haben wir ja hier alles gemacht. Haben wir hier ein. Also, Fährmann. Hm. Drücke Lockquest. Ja, ja, ich will, bin ja in Lockquest. Alles ist gut. Das, was ich will, ist, ich wollte ja zurück. So. Warte mal, Atlas. Das wollte ich. Danke. So, den Sinai haben wir. Ägypten. Tal der Könige. Fluch der Pharaonen. Haben wir noch nicht gemacht, ne? 100%. Memphis Schnellreise. Guck mal, hier sagt er mir nicht, wie viel mir noch fehlt, ne? Ich würde mal sagen, wir reisen nach Memphis. Zurück. Ich glaube, da gibt es nämlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen zu tun, ne? Oder? Ich glaube. Genau. So. Im Grunde haben wir... Was ist das denn? Wieso habe ich da ein Fragezeichen?
Im Grunde habe ich nämlich auch alles hier gemacht. Wie ihr seht, Alter. Ja, aber da habe ich wohl noch einen Punkt auf Licht gemacht. Das kann doch wohl gar nicht sein gerade. Ne, guckt euch das an, ne? Das. Ach ja, stimmt. Die beiden in Elefanten habe ich hier noch. Und dann habe ich doch noch auch noch hier Elefanten, ne? Ich würde gerade sagen, drei Elefanten muss ich, glaube ich, noch töten. Oh, was habe ich hier? Grabmal. Da oben habe ich ein Grabmal auch noch nicht gemacht. Hier habe ich auch noch was nicht gemacht. Da habe ich doch glatt gefuscht. Hier ist ja nichts weiter. Ich würde mal sagen, bevor ich dann weitermache, weil ich habe ja noch den Fluch des Pharao, werde ich mich mal mit denen hier beschäftigen. Das erste, was ich dann mache, ist, dass ich dorthin reise. Einmal durch Memphis. Ja, das war der Sinai, ne? Die Geschichte der Verborgenen. Ich bin übrigens immer noch einer der wenigen. Ja, ich glaube, da bin ich gar nicht so alleine, aber ich bin immer noch einer derjenigen, die definitiv sagt, wir brauchen noch in Assassin's Creed mit seiner Frau. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Kann nicht sein. Wer hat denn den Tempel hier hingebaut? So, jetzt geht's weiter. Aber dass ich den Pointer nicht aufgegriffen habe, ne? Schon über mein Haupt. Wo die denn hier fährt? Leopardenbau. Na, sehr schön. Alter, wo rennst du denn? Ein Leopardenbau war auch jetzt. Na, schnell noch mal hin, weil damit wir plündern können. So, hier ist er.
So, was habe ich gesagt? Hier haben wir noch eine antike Tafel. Hier war ein Kobranest. Liebes Spiel, ich habe doch das alles gemacht, oder nicht? Ne? Nee, habe ich nicht. Kann doch gar nicht sein. So, komm her. Hammer. So, schneide nochmal hin. Ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich alle Punkte abgeritten habe. Und eigentlich habe ich gedacht, die Elefanten sind die letzten. Unglaublich. Unglaublich. Wow. Dann haben wir da noch eine antike Tafel. Okay. Das ist das Schöne, wenn du ein Spiel spielst und es hat noch Geheimnisse vor dir gefühlt. Hier lang. Da lang. Da soll das ja sein. Plünderer. Ihr habt es wohl für besonders schlau gehalten, hier einzubrechen. Möget ihr nichts als Schmerz und Tod finden. Niemand beschielt der Vogt, den größten aller Banditen. Ja, okay. Noch was? Und das war's. Das heißt, jetzt haben wir diesen Part auch, ne? Das heißt, wir können als nächstes die Tafel und dann war das hier, ne? Ja, hier. Hier, beziehungsweise hier. Können wir uns um die Sachen kümmern. Ja, das ist doch nice. Ich verstehe nicht, warum ich das gemacht habe. Was soll ich dazu sagen? So, jetzt sind wir ja hier. Also, wenn wir hier jetzt die antike Tafel suchen. Können wir noch zum Eingang laufen? Irgendwo hier ist das nämlich. Irgendwo hier ist ein Eingang. Mal noch ein Bildchen und dann werden wir uns jetzt da gleich aufmachen, da rein zu tapern und die Tafel zu finden.